Herzlich willkommen im Rundblicksmuseum Wendland. Mein Name ist Sarah Kreisler und ich bin die Museumsleitung hier in Lübeck. Kommen Sie mit. Zum einen reizt mich die Vielfältigkeit, die dieses Museum bietet. Also ich komme aus dem Museum, aus dem Kuratieren, das Ausstellung machen ist das, wo, ja, was mir eigentlich viel Freude bereitet. Und zum anderen sehe ich das Handwerk, was hier auf dem Museum gelebt wird, wie zum Beispiel der Schmied, die Töpferin, es gibt eine Stellmacherei, die ich gerne wieder wenigstens einen Tag in der Woche beleben würde. Und das reizt mich, also diese Vielfältigkeit, die hier das Museum bietet und damit auch meinen Aufgabenbereich vielfältig gestaltet. Ich bin eigentlich gekommen, weil ich gerne die Ausstellungen anders gestalten möchte. Aber hier zum Beispiel sehe ich, dass mir der Ort sehr viel gibt. Also die Besucherinnen, die hierher kommen, die bekommen ja einen Ort der Ruhe geboten. Einen Ort, der als Ausgleich zum Hektik des Alltags dienen kann. Selbst wenn man in Düchow oder Dannenberg wohnt. Dass man hier einfach verweilt, vielleicht auch noch etwas zu essen mitbringt. Und sich nebenbei die Ausstellungen anschauen kann und ein Gefühl für das Leben um 1800, um 1900 bekommt. Ein Ort zu schaffen, an dem etwas getan werden kann und erlebt werden kann, sei es zum Beispiel hier zur Biodiversität oder wie wird Saft hergestellt oder wie ernte ich bestimmte Gemüsesorten. Das ist gerade auch für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, die hier im Wendland leben, ein Ort sein kann, wo etwas hergestellt wird, etwas getan wird, was vielleicht fast schon in Vergessenheit geraten ist. Ja, also hier drin befinden wir uns gerade in der neuen Rundlinksausstellung. Und was ich hier sehr gelungen finde, ist, dass die Funktion dieses historischen Gebäudes durch den Heuwagen bei der Lichtinstallation angedeutet ist. Und wir hier drin trotzdem eine sehr zeitgenössische Ausstellung und ein sehr zeitgenössisches Design finden, was eben doch dieses komplexe Thema der Rundlinge den BesucherInnen näher bringt.